freut mich, dass wir dabei sein dürfen. Ursprünglich hatten wir mal die Idee, dass das ein D3Con-Podcast wird, aber dann ist uns eingefallen, dass das hier auch in DigiBash, wo wir, wie du schon gesagt hast, öfter mal auch mit euch schon Programmatic-Spezialausgaben gemacht haben, ganz gut reinpassen könnte. Deswegen sehen wir uns jetzt hier sozusagen auch live und später nochmal im Podcast bei der D3Con. Heute sind, wie von Marc schon angekündigt, zwei Gäste dabei, Olli und Nick. Nick kommt von Willhaben, dem österreichischen eBay-Kleinanzeigen. Darf er selbst so vielleicht nicht sagen, aber ist im Grunde so. Und Olli von Vermutiv. Vielleicht fangen wir mal an. Nick, magst du noch mal zwei, drei Sätze zu dir und zu Willhaben sagen? Was ist dein Job da und was ist deine Beschreibung, was Willhaben macht und ist? Sehr gerne. Als allererstes vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein bisschen was über Willhaben und die Datenstrategie erzählen darf. Alle Österreicher erstmal weghören, ihr wisst das wahrscheinlich alle schon. In Deutschland eher unbekannt. Willhaben ist im Prinzip ein Kleinanzeigenportal, eben wie eBay Kleinanzeigen kann man sich das am besten vorstellen. Wir gehören seit ein, zwei Monaten auch zu eBay, beziehungsweise eBay zu uns, zu unserem Mutterkonzern Alle Winter. Und wir sind Österreichs größtes, definitiv größtes Kleinanzeigenportal und betteln uns immer wieder mit dem ORF, das ist unser Staatsfunk, um Platz 1 in der Gesamtgröße. Okay, also tatsächlich so eine der reichweitesten, stärksten österreichischen Seiten. Ja. Wie du schon sagst, nicht jedem Deutschen ein Begriff, aber wenn man Österreicher ist und schon mal gebrauchtes Fahrrad gekauft hat oder mal irgendwie Sneaker verkauft hat oder so, dann hat man auf jeden Fall Kontakt mit Willhaben gehabt. Definitiv, also du kannst ja bei uns alles bekommen, über Jobs, Immobilien, Fahrräder, wie du gesagt hast, allerlei. Man kennt uns in Österreich. Cool. Was ich eben noch nicht erwähnt habe, wir reden heute, du hast gesagt, eure Datenstrategie, noch ein bisschen allgemeiner gesagt, reden wir darüber, wie ihr als Publisher eure Werbeerlöse maximiert. Ne, das ist, glaube ich, so das Grundthema. Das ist deswegen sicherlich auch für viele unserer Zuschauer interessant, wie das nicht nur als Kleinanzeigenportal geht, sondern generell. Und wer da noch eine große Rolle spielt, ist der Olli, den wir jetzt gleich noch vorstellen. Er ist nämlich zuständig für euren Technologiepartner sozusagen oder einen eurer Technologiepartner für das Thema namens Vermutiv. Olli, schön, dass auch du dabei bist. Erzähl mal ein paar Sätze zu dir und zu Vermutiv. Ja, hallo. Von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Freut mich total, dass wir dabei sein können. Ich bin der Olli, ich arbeite für Vermutiv. Wir sind eine Data Management Plattform und ich bin hier für den Vertrieb in Europa zuständig. Primär für die eher technische und produktorientierte Seite. Das heißt, ganz einfach, wie die Plattform funktioniert, bis ins größte Detail rein. Bin ich zuständig. Cool. Und wir sitzen, ja, wir haben uns hier sozusagen zu dritt zusammen telefoniert. Wir sitzen ja leider nicht zusammen, weil wir darüber reden wollen, wie Vermutiv helfen kann oder geholfen hat auch schon in der Vergangenheit für so einen Publisher, wie wir haben, mehr Umsatz aus dem bestehenden Traffic zu generieren, bessere Daten über die Kunden, über die Nutzer aufzubereiten und damit zusätzliche Erlösströme zu generieren. Nikolas, Olli hat eben gerade schon das Stichwort DMP genannt. Magst du das nochmal ein bisschen, ich glaube, das ist nicht jedem Hörer klar, ein bisschen erzählen, was so eure Strategie in der programmatischen Vermarktung ist und wie so eine DMP wie Vermutiv da eine Rolle spielt und was das für euch bedeutet und wie das funktioniert? Natürlich. Eine DMP, also auch Data Management Plattform, macht im Prinzip nichts anderes, außer dass sie dauerhaft Daten auf einer Website sammelt. Da gibt es verschiedenste Strategien, wie das funktioniert. Wir haben uns dann eben für eine First-Party-Datenstrategie entschieden. Bedeutet, dass im Grunde die Cookies von Willhaben gedroppt werden und nicht von einer Fremdfirma, von einer Drittfirma. Fahren damit jetzt zukunftsmäßig auch ganz gut, dazu später sicherlich noch mehr. Wir sind aber diesen Schritt gegangen, weil wir einfach das Gefühl gehabt haben, beziehungsweise auch den Need vom Markt gesehen haben, dass wir mehr über unsere User erfahren müssen. Und ich meine das jetzt aber auch gar nicht so wie aktuell auf Netflix, der Social Dilemma, falls das schon jemand gesehen hat, wenn nicht unbedingt ansehen, sondern ich meine einfach wirklich Surfdaten zu schauen, was möchte denn der User noch alles machen und wie können wir ihn dabei unterstützen.
Das war der, der Schritt zu der Entscheidung. Das heißt, ihr schreibt in der DMP wirklich so das Nutzerverhalten mit, wie viel gebrauchte Fahrräder hat er angeschaut und was hat er gekauft und erstellt daraus ein Profil, aus dem dann zukünftig auch ein Werbetreibender sagen kann, okay, ich will Leute, die die Fahrräder kaufen oder sich für Immobilien in Linz interessieren oder ähnliche Dinge, das könnt ihr dann zukünftig anbieten. Genau, also es ist eigentlich ganz spannend, wenn wir bei den Fahrrädern bleiben und wir sehen, okay, der schaut sich immer Fahrräder im Wert von 500 bis 600 Euro an, dann wäre es doch super, wenn wir, sobald er wieder auf die Seite kommt, einerseits produktmäßig ein Fahrrad sein können, eine ganz neue Anzeige, die genau den Wert hat, genau die Farbe, Rahmenhöhe und so weiter und so fort. Und andererseits wäre es natürlich toll, wenn wir jetzt Scott oder KTM oder sonst irgendeine Marke daneben als Anzeige platzieren können, um so mehr Auswahl zu bieten. Okay, und der Vorteil ist, also früher hat man sowas ja, das hat man ja auch vor 20 Jahren schon irgendwie, oder vielleicht nicht ganz 20, aber vor 15 Jahren schon versucht, so halb manuell zu machen, dass man gesagt hat, man hat so ein bisschen die Nutzer, die in bestimmten Kategorien unterwegs sind. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, könnt ihr das sehr, sehr granular machen, was man in Handarbeit ja nicht mehr hinkriegen würde, ne? Mit wirklich sehr, sehr vielen verschiedenen granularen Themen. Genau, und ich glaube, ein ganz wichtiges Passwort dafür ist auch noch in Realtime. Früher hat man wir haben sie immer intern die Cookie Pools genannt, auf die man dann geretargetet hat im Prinzip. Jetzt aktuell können wir sicher Abfragen wirklich ad hoc führen und können aber auch noch Nutzergruppen bilden, die dem Ganzen sehr ähnlich sind. Sogenannte Lookalikes und können somit auch wieder neue Nutzer erreichen und denen eventuell sogar Produkte zeigen, wo sie sich denken, hey, wow, daran hätte ich noch gar nicht gedacht. Sondern dann einfach noch einen Schritt weiter in der Usability gehen. Nutzt ihr das dann auch für eine interne, sozusagen interne Anzeigen, wenn man sagt, jetzt muss die Immobilienkategorie gestärkt werden und dafür sollen Leute angesprochen werden, die vielleicht irgendwie teure Autos gekauft haben, weil das vielleicht auch zusammenpassen könnte? Das macht ihr also auch sowohl intern als auch extern? Definitiv. Dieses Produkt, DMP oder unsere Datenstrategie ist nicht nur für Werbekunden, sondern wir verwenden das eben auch intern, weil es intern Marketing oder produktmäßig genauso viel Nutzen hat wie für unsere Werbekunden. Eben wie gesagt, diese neuen Anzeigen. Oder wenn jemand bei uns Jobs sucht, dann möchte ich ihm doch bitte Jobs aus derselben Kategorie mit demselben Einkommensschema und so weiter und so fort zeigen. Und im besten Fall können wir irgendwann einmal herausfinden, welche Menschen suchen oder welche Menschen wären für einen neuen Job relevant, obwohl sie noch gar nicht suchen. Das wäre doch richtig spannend. Und das wäre für den User auch toll einfach. Ja, manche würden sich vielleicht auch erschrecken, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, auch, wenn du mehr über sie weißt, über ihre Wünsche, als sie selbst schon wissen. Aber ja, da gab es ja immer mal Geschichten in der Vergangenheit. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, total sinnvoll. Olli, dass du auch mal wieder zu Wort kommst. Mich würde interessieren, du sprichst ja und betreust wahrscheinlich auch, ihr seid, glaube ich, einigermaßen europaweit unterwegs. Ne? Du betreust auch verschiedene andere Publisher in anderen Märkten. Ist das, was der Nick gerade beschrieben hat, so einigermaßen Standard oder sind die da schon besonders weit vorne oder kann Permutive auch noch was anderes oder mehr? Erzähl mal so ein bisschen, wie das so in euer Produkt da so reinpasst. Ja, klar, sehr gern. Also ich würde sagen, was wir bei Willhaben sehen, was wir auch international immer stärker sehen, ist, dass einfach das Verständnis unter Bedarf wächst von Publishern, einfach die User besser zu verstehen. Das heißt, in allen möglichen Facetten, jetzt nicht vielleicht nur für die Werbung, sondern auch für Audience Development, vielleicht für die Artikel, die ein Publisher publiziert. Einfach das Verständnis wird immer stärker, dass eigentlich noch viel, viel mehr möglich wäre. Das heißt, wenn ich den User jetzt besser verstehe, natürlich kann ich diesen User jetzt besser ansprechen durch Werbung, aber ich kann vielleicht auch bessere Inhalte bieten. Ich kann die User Experience verbessern. Eben im Idealfall wird auch Werbung nicht störend sein, weil wenn ich jetzt, was weiß ich, wir kennen das alle über verschiedene Reiseportale, wenn ich da jetzt einen Flug suche, dann stört es mich nicht, wenn auch ein passendes Hotel in der Location angezeigt wird. Und genauso soll es halt sozusagen holistisch auch ablaufen bei einem Publisher. Das Ganze sehen wir wirklich auch jetzt international immer stärker, vor allem jetzt, wo der Cookie immer weiter wegfällt, ist eben das Verständnis nicht mehr so da. Ich kann nicht mehr auf Datensätze zugreifen, wie ich mal zugreifen konnte. Das heißt, irgendwo muss das Verständnis halt doch noch herkommen.
Und die Publisher sind Partner in einer großartigen Position. Es sind ihre User, sie haben rechtlich auch den Consent und können da teilweise auch sehr, sehr stark, sehr granular reingehen. Cool. Cookies hast du gerade schon angesprochen, hatte Nick ja auch schon erwähnt. Das ist sicherlich ein Thema, über das wir nachher auch nochmal diskutieren, ne, was sich da alles ändert. Das ist natürlich für so ein Business wie eures einigermaßen elementar. Vorher würde mich aber nochmal interessieren, Nick, wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass euer Produkt ist ja insofern, ja, weil es Marktführer ist, da, ihr habt, glaube ich, sehr, sehr viele Datenpunkte in eurer User Journey, ne, dass der, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass der Nutzer sich ganz viele verschiedene Produkte anguckt und wahrscheinlich auch ziemlich regelmäßig einloggt. Das macht es auf der einen Seite wahrscheinlich einfacher für euch, als wenn ich jetzt irgendwie ein Newsportal habe, wo irgendwie viele Nutzer auch nur einmal im Monat kommen und dann irgendeinen Artikel lesen. Da kriege ich wahrscheinlich nicht so wertvolle Daten raus, wie das bei euch ist mit euren sehr umfangreichen User Journeys. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, dass es auch komplex wird, ne? Wenn ein Nutzer jetzt auch wirklich in dutzenden verschiedenen Themen unterwegs ist, dann irgendwie zu fokussieren, für welche Themen sind jetzt für den besonders relevant, ist das auch, das ist wahrscheinlich auch kompliziert für euch, oder? Ja, ist es definitiv. Wir haben mit Permutive beziehungsweise mit Kollegen vom Olli eine ganz witzige Diskussion gehabt, weil alle, sage ich mal, Nachrichten und nachrichtenähnliche Publisher sagen, oh Gott, wir brauchen Intent-Daten, Intent-Daten und Intent-Daten. Das haben wir nicht. Die haben halt nur Interest-Daten. Bei uns auf der Seite zum Beispiel hast du halt unglaublich viele Intent-Daten. Logisch, du möchtest etwas kaufen. Aber wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufe, heißt das ja nicht, dass ich ein Apple-Jünger bin und mich immer für die neuesten Devices interessiere. Das heißt, da ist dann zum Beispiel eher unsere Challenge, dass wir sagen, okay, wir brauchen mehr Interest-Daten. Wir möchten gerne mehr über den User herausfinden. Und unsere Herausforderung dabei ist es dann aber auch, wie können wir das machen, ohne zu aggressiv vorzugehen. Also wir möchten ja den User auch nicht vergraulen mit andauernd irgendwelchen Umfragen und so weiter und so fort. Mhm. Das willst du ja auch nicht. Und da dann irgendwie auch diesen Sweet Spot finden, wo du sagst, okay, wir können da mit dem User in Verbindung treten, irgendwie schauen, dass wir etwas herausfinden, womit er aber auch gleichzeitig, wo es für ihn auch vollkommen okay ist. Weil der User ist noch immer unser höchstes Gut. Das ist einfach so. Aber das heißt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, so Umfragen spielen schon auch eine Rolle in der Datenaggregierung. Bisher hatten wir ja nur darüber gesprochen, dass ihr die Daten daraus aus dem Nutzerverhalten zieht, ne, welche Fahrräder er gekauft hat und welche Immobilien er angeschaut hat. Aber dazu kann ich auch, wenn ich ein spezielles Interesse habe, was ich aus dem Nutzerverhalten vielleicht noch nicht rauslesen kann, kann ich, und das macht ihr, habe ich es richtig verstanden, auch mit Permutive, dass ihr da zusätzlich noch Umfragen macht, um die Nutzer weiter zu qualifizieren und zu profilieren? Ja, das meiner Meinung nach musst du das. Wenn du jetzt keine Social-Media-Plattform bist, die wirklich auch den letzten Rest absaugt, dann musst du das auf irgendeine vernünftige Art und Weise tun und da wird kein Weg an Umfragen vorbeiführen, wie auch immer man die macht. Also egal, ob du jetzt ein stehendes Panel hast oder ob du das quer über deine Seite streust, das bei dir selbst überlassen. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir einerseits eben diese Hard Facts haben, die Daten, die wir aggregieren können über die Website und dann das Ganze für gewisse Bereiche, also wir brauchen es ja nicht überall logischerweise, aber für gewisse Bereiche mit Umfragen anreichern und das auch hochrechnen. Und daran eben schauen, dass wir so genau wie möglich sind. Das Schöne eben mit einer DMP ist, dass du jegliche Vergangenheitswerte immer wieder einfließen lassen kannst in deine Umfragen und die auch alte Werte dann wieder anreichern kannst mit neuen Werten. Also okay, das, cool. Das ist die Strategie. Okay, und das heißt mit der Zeit, also auch über die nächsten, ich glaube, ihr macht das jetzt ja noch nicht so lange, ne? Das heißt über die nächsten Jahre gehst du dann davon aus, ist der Plan, dass die Daten immer besser werden und ihr da immer auch attraktivere Produkte für eure Werbetreibenden oder eben für eure internes Marketing immer bessere Daten habt. Darauf arbeitet ihr hin. Genau, jetzt sage ich mal, sind wir in einer Experimentierphase, sowohl intern als auch mit einigen Kunden, die wir dafür exklusiv ausgesucht haben. Dann werden natürlich alle Ergebnisse erst einmal gesammelt, beziehungsweise die ersten Ergebnisse haben wir sowieso schon länger einlaufen, bauen darauf hinauf. Also das ist ein ganz normaler Produktzyklus, glaube ich, den es in ganz vielen Firmen für verschiedenste Produkte gibt.
Gibt es irgendwelche Besonderheiten in dem Zusammenhang zum Thema DSGVO? Muss der Nutzer ganz wie sonst auch schon einfach das richtige Häkchen klicken und sagen, den Cookie und die Auswertung machen wir jetzt auch noch? Oder gibt es da irgendwelche weiteren Besonderheiten? Also mein Vorredner-Kollege hat ja gesagt, er ist kein Anwalt. Ich bin übrigens auch kein Anwalt. Aber er hat DSGVO Schweiz gesagt, das fand ich ganz gut. Das sage ich jetzt, alle zuhören. Nein, Spaß. Also prinzipiell ist das weiß ich von Permutive, die sind da in einem sehr sicheren Fahrwasser unterwegs, so wie sie es tun. Wir sind das natürlich auch, wir haben alles rechtlich abgesichert. Und ich möchte dazu auch nochmal ganz, 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 ganz wichtig betonen, wir sammeln mit unserer DMP keine personenbezogenen Daten. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Alles, was personenbezogen gesammelt wird, das hatten wir über Logins zum Beispiel, E-Mail-Adressen und so weiter und so fort. Das gibt's ja auch schon ganz lange vorher. Das ist rechtlich natürlich alles abgeklärt mit gehashten E-Mail-Adressen und was weiß ich alles. Da bin ich jetzt nicht der Profi, wie gesagt, ich sitze nicht in der Rechtsabteilung. Aber ich persönlich denke, dass man jeglichen Schritt, den man in diese Richtung tut, aber auch rechtlich abklären lassen muss und sollte, weil man möchte ja auch nicht das erste Unternehmen sein, das dann einen Präzedenzfall schafft. Mhm. Deswegen haben wir das natürlich auch alles gemacht. Also wir sind laufend in Kontakt damit. Und ich, auch wenn ich da nicht persönlich involviert bin, denke ich schon, dass das wichtig ist, dass man das auch tut. Okay. Wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, was mich auch interessieren würde, wie ihr euch überhaupt an dieses Thema DMP-Auswahl so rangemacht habt, ne? Also wann hat das angefangen, dieser Prozess? Da gibt es ja wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von verschiedenen Anbietern oder mit Sicherheit, ne? Habt ihr die wirklich alle, schafft man den Aufwand, die wirklich alle zu testen? Oder habt ihr euch nur irgendwie auch mit anderen Publishern unterhalten, die irgendwie andere DMPs im Einsatz haben? Wie geht man daran? Das ist vielleicht, manche unserer Zuschauer und Zuhörer sind vielleicht auch so ein bisschen kleinere Publisher, die sagen, klebe ich halt irgendwie so ein bisschen JavaScript-Tag irgendwie in meinen Footer und schon ist fertig. Ne? Das ist ja bei so einem großen Publishing-Business, wie ihr das seid, schon ein größerer Aufwand, ne? So eine Technologie da zu implementieren. Das hast du wahrscheinlich jetzt nicht mit 10 verschiedenen auch getestet, oder? Nein, das haben wir nicht, aber ich finde es eine sehr, sehr gute Frage. Also prinzipiell sagt man, jeder Anbieter, das ist super einfach und natürlich seid ihr in 1,5 Wochen durch. Ist aber auch das Ding. Wir haben natürlich bei mehreren Firmen gepitcht. Und für uns ist es ganz normal, dass wir sagen, wir möchten gerne einen Test haben, vollkommen egal, ob der jetzt bezahlt oder unbezahlt ist. Wir möchten das gerne testen, small scale, dass wir wissen, naja, was kaufen wir da eigentlich? Und wir haben dann auch, das ist bei Permutive zum Beispiel in dem Fall sehr positiv hervorgegangen, die sofort gesagt haben, ja natürlich, ja klar, können wir gerne testen, wie wollt ihr, was wollt ihr und so weiter und so fort, was einem auch dann Sicherheit gibt und bei uns auch für positives Erstaunen gesorgt hat. Das heißt, ja, beim Pitch zuerst einmal natürlich auch den Test erfragen, was können wir machen. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben uns sehr gut damals vorbereitet auf den Pitch. Wir überlegen natürlich nicht erst seit 2 Monaten, schaffen wir uns eine DMP an oder nicht. Es ist doch ein Investment, so viel sei dahingestellt. Es war auch nicht meine Entscheidung oder die von meinem Chef alleine, sondern das war eine Firmenentscheidung. Das war teilweise auch eine Board-Entscheidung. Also wir haben dort alle möglichen Bereiche mit eingebaut, alle möglichen Verticals, also Sales-Bereiche bei uns. Marketing hat ein Riesenwort mitzusprechen. Natürlich Produktmanagement, die Technik. Riesengroße Entscheidung, riesengroße Entscheidungsfindung. Und wir sind aber jetzt am Ende sehr zufrieden mit dem Prozess, den wir hatten, dass wir uns dafür Zeit genommen haben. Dass wir möglichst viele Parteien involviert haben. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir einfach jetzt aktuell das Gefühl haben, dass wir uns gut entschieden haben. Und das gibt uns einfach das Gefühl. Was mich interessieren würde, du hast ja auch gesagt, dass ihr auch verschiedene Anbieter getestet habt. Ich könnte mir vorstellen, so nach dem, was du bisher beschrieben hast, dass ich ja nicht wirklich eine DMP irgendwie mal für 2 Wochen einbaue und dann sehe ich, die eine hat irgendwie 17.000 Euro verdient und die andere 19.000 Euro zusätzlichen Umsatz generiert oder so, ne? So einfach ist es ja nicht ganz. Was kam bei diesem Test raus? Also worauf habt ihr getestet? Funktionalität.
Wie einfach ist es denn wirklich einzubauen? Ich habe es anfangs schon erwähnt, das ist natürlich alles immer super einfach. Das kann auch gut sein, das kommt eben auf die Dokumentation an. Also da würde ich jemanden, der die Entscheidung vor sich hat, ans Herz legen, die Dokumentation wirklich an die Technik weiterzuleiten, das mal auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Wir haben auch anfangs auch nicht gesagt, wir schauen jetzt mal auf den Umsatz, weil, und das ist wieder eine persönliche Meinung, da spalten sich natürlich auch die Geister davon. Es ist kein Tool, das ich einbaue und dann am nächsten Tag, keine Ahnung, 50% mehr Umsatz generiert. Das ist es nicht. Was ich oder was mein Ziel sein sollte, ist, ich möchte am nächsten Tag 50% mehr Learnings generiert haben und am nächsten Tag wieder 50% und am nächsten Tag wieder 50%. Und dann, nach einer Zeit, wo ich sagen kann, okay, ich weiß, was ich damit machen kann, ich weiß, wie ich es für mich persönlich einsetzen kann oder für meine Firma einsetzen kann, dann kann ich damit anfangen, welche Produkte kann ich bilden und wie kann ich meine Services, weil jeder, der eine DMP einbaut oder viele werden wahrscheinlich schon irgendwas mit Advertising zu tun haben, wie kann ich die Services, die ich bereits habe, noch verbessern? Wie kann ich meinem Kunden nachher besser sagen, diese User haben bei dir konvertiert und das waren genau die Altersgruppe, die interessieren sich, du bist zwar ein Autokunde, aber die interessieren sich zufälligerweise auch alle für Häuser im Speckgürtel rund um Wien. Sind die vielleicht gerade Jungeltern und so weiter und so fort. Also solche Dinge, darauf möchte ich mich fokussieren und danach möchte ich mich eher ums Monetizing kümmern. Und ja, es ist ein Investment, nur man muss Geld investieren, um Geld zu verdienen. Und das Ganze geht nicht von heute auf morgen. Sonst hätten wir alle so 10.000 Euro Rolex, falls du die Werbung kennst. Nächstes Mal, wir sprechen uns bestimmt in ein paar Monaten wieder, dann hast du die vielleicht. Was du, glaube ich, noch nicht so genau gesagt hattest, aber ich hätte da gerne noch mal so ein bisschen eine Zahl von dir, wie viele Monate wirklich so dieser Implementierungsprozess dauert. Ne? Ich weiß nicht, ob man so ein ganz klares Anfangs- oder Enddatum sagen kann, ob es jetzt überhaupt heute schon so voll implementiert ist oder ob du sagst, da kommt auch eigentlich demnächst noch mal was. Kannst du dazu irgendwie eine Zeitspanne ungefähr sagen? Ja, wir haben uns ein halbes Jahr Zeit genommen dafür. Wir haben aber weitaus weniger als ein halbes Jahr gebraucht. Ich höre mich gerade doppelt. Egal, ich rede einfach weiter. Sofort funktioniert. Es gibt dann auch Bugs, es gibt Dinge, die man nachziehen muss, es gibt andere Einstellungen, die man treffen muss und so weiter und so fort. Deswegen bleibe ich bei meiner ersten Aussage. Wenn ich mir ein halbes Jahr dafür Zeit nehme, könnte ich mit dem richtigen Aufwand sicher sein, dass das alles direkt. Okay, wir hatten tatsächlich gerade ein kleines Tonproblem. Ich glaube, irgendjemand hat Lautsprecher an und nimmt den Ton auf, dass er irgendwie nochmal wieder reinkommt. Marc, vielleicht könnt ihr uns darum kümmern. Ich höre mich nämlich auch doppelt. Ich vermute, wir probieren mal trotzdem weiterzumachen. Ich glaube, es funktioniert jetzt gut. Das lag vermutlich am Oliver, weil da auch keine Kopfhörer sind. Aber sonst einfach kurz entmuten, wenn du was sagen möchtest, Olli. Ja, okay, falls das nochmal passiert, müssen wir Olli zwischenzeitlich kurz muten, aber jetzt habe ich eine Frage an ihn, deswegen übergeben wir mal und hoffen, gerade eben scheint es auch wieder gut zu sein, der Ton. Olli, was mich interessieren würde, wir haben ja jetzt mit Nick drüber gesprochen, wie aufwendig so die Implementierung für Sie war. Ich glaube, so ein halbes Jahr ist jetzt nichts Dramatisches für ein Projekt in solchen Dimensionen. Ja, Ad-Server einbauen und so ist alles ähnlich komplex wahrscheinlich. Ne? Das ist, ich glaube, auch wenn man so als kleiner Publisher drauf guckt, denkt man häufig, krass, das hätte ich mir nicht vorgestellt, aber so große Publisher kennen sowas, dass sowas irgendwie eine Weile dauert. Du hast ja jetzt auch schon bei verschiedenen eurer Kunden, auch in anderen Märkten, solche Projekte begleitet wahrscheinlich. Ist das so ungefähr im Durchschnitt? Gibt es da auch mal welche, die sagen, ich habe das nach 2 Wochen fertig und das läuft super und andere, die auch noch mal länger brauchen? Oder was ist da so deine Erfahrung, wie solche Implementierungsprozesse funktionieren? Also ich würde sagen, es ist wirklich total unterschiedlich. Ich würde auch bei Implementierung von einer technischen Implementierung sozusagen, ich würde mir zum einen die technische Implementierung anschauen, zum anderen auch vielleicht eine operative Implementierung. Das heißt, von technischer Implementierung kann es gut sein, dass ich in 1 oder 2 Wochen durch bin für eine Basic, für die Basic Implementierung. Das heißt, das Script ist live. Ich sammle schon
mehr oder weniger sinnvolle Daten. Natürlich kommt es dann auf den Publisher drauf an, wie weit ich da jetzt reingehen will. Welche Daten möchte ich denn noch sammeln? Habe ich, was weiß ich, Klicks und Videos und Umfragen und was weiß ich noch alles. Das heißt, es gibt da wirklich eine Bandbreite. Alles, was der User auf der Seite macht, könnte ich jetzt auch abbilden, könnte ich tracken. Und natürlich, umso mehr ich sammeln möchte, umso mehr Aufwand habe ich dann auch, weil irgendwie muss es ja auch aufgesetzt werden. Was viele, glaube ich, vergessen, ist, dass es auch ein operatives Onboarding gibt. Das heißt, ich starte halt nicht einfach mit einer DMP und morgen läuft es und ich mache und ich generiere Umsatz. Ich muss halt auch mal einen Data Audit machen, mir anschauen, welche Daten habe ich denn und welche Segmente könnte ich und sollte ich erstellen und welche Insights kann ich denn noch raus? Und was brauchte mein Sales-Team noch? Vielleicht muss ich da jetzt anfangen, verschiedene Playbooks zu erstellen, weil einfach so kann ich halt auch nicht pitchen. Das heißt, ich würde sagen, es kommt ganz drauf an. Wir haben Publishers, die da sehr schnell mit durch sind. Wir haben Publisher, die sich auch, was ich auch richtig finde, die Zeit nehmen, das Ganze schön auszurollen, damit dann auch alle startklar sind, inklusive dem Sales-Team und dem Programmatik-Team und Produkt und so weiter. Dass sozusagen dann, wann wir startklar sind, auch alle wirklich das Gefühl haben, ja, wir sind startklar, wir wissen, was wir machen. Mhm. Wir haben ein gutes Setup. Ja. Finde ich nochmal einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Also bisher haben wir ja viel über die Implementierung und sozusagen die Generierung der Daten gesprochen, aber auf der anderen Seite steht natürlich auch wir haben ja drüber gesprochen, das kostet eigentlich Geld und Aufwand, ne? Das macht keiner, ohne dass da am anderen Ende auch was rauskommt, was dann verkaufbar ist, ne? Vielleicht kannst du auch nochmal ein bisschen was davon erzählen, was du ja gerade schon angedeutet hast, ne, dass aus diesen Daten dann eben auch die Sales-Abteilung irgendwo verkaufbare Produkte machen muss oder man zumindest dem, was Nick angesprochen hat, einem internen Marketing auch irgendwo einen Wert beimisst. Aber wahrscheinlich ist am schönsten nachher für den Publisher natürlich aus dieser Business-Perspektive auch ein zusätzliches extern verkaufbares Produkt zu haben. Ne? Hast du da vielleicht nochmal auch so ein paar Best-Practice-Cases? Ich glaube, Nick ist da ja noch so halbwegs früh dran und hat jetzt noch nicht irgendwie, wie er auch schon gesagt hat, riesige Umsätze gemacht. Aber wahrscheinlich bei euren anderen Kunden hast du da vielleicht das eine oder andere Beispiel für uns? Also ich würde sagen, Stichwort ganz sicher Learnings. Das heißt, ganz egal, welcher Publisher jetzt bin, ob ich jetzt groß bin oder klein bin, ob ich ein Kleinanzeigenportal bin oder ein News-Publisher, ich glaube, jeder Publisher hat wertvolle Insights. Und sehr, sehr, sehr viel kommt halt drauf an, wie diese dann verpackt und vermarktet werden. Das heißt, ich würde absolut Best Practice empfehlen, das Sales-Team mit zu involvieren, auch mal bei den Basics anzufangen. Was sind denn Daten? Wo ist der Mehrwert von Daten? Welche Arten von Daten gibt's? Und mir dann die Zeit nehmen, auch sozusagen Stories zu erzählen. Das heißt, ich habe, was weiß ich, eine Politik-Audience, die spalte ich jetzt noch weiter auf in 5 verschiedene andere Audiences. Die konsumieren folgenden Content, die lesen folgende Artikel, die klicken hierauf, die schauen folgendes Video, weil halt keine Audience auch in Isolation besteht. Es gibt dann Overlaps und jeder hat verschiedene Interessen, das kennen wir auch. Und sozusagen als Best Practice ganz sicher das Sales-Team mit zu involvieren und auch da zu schauen, dass das Sales-Team weiß, was sie mit Daten anfangen können, wo auch der Mehrwert an den Daten liegt und ganz spezifisch an den Publisher-Daten. Okay, cool. Dürfte ich noch was hinzufügen? Nicole, ja, gerne. Ja, und zwar, ich unterstreiche das nochmal doppelt, auch bei uns. Wir sind ganz, 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 ganz stark im Austausch mit dem Sales-Team und natürlich auch mit dem Kunden, weil egal, was du mit einer DMP machst, außer für wenn es ausschließlich intern, du wirst es auch irgendwann mal extern brauchen. Das heißt, du möchtest eigentlich so viel wie möglich die Learnings auch mit extern und mit Sales, was ja eigentlich die Tür nach draußen ist, möchtest du generieren, damit du das Ganze wertvoll machen kannst. Und was ich auch noch erwähnen wollte, ist, auch wenn wir operativ das Ganze noch nicht so lange verwenden, sondern erst ein paar Monate, konnten wir auch schon Learnings ziehen. Wir konnten zum Beispiel unser größtes Learning war, wie man, oder für uns zumindest richtig Lookalikes einsetzt, wenn du zum Beispiel ausverkauft bist als Publisher in manchen Bereichen, wie du dann deine Reichweite immens steigern kannst. Mhm.
was ja für alle was hat, weil endlich kann ich ja weiter zum Werbekunden gehen und sagen, hey, schau, Fußball, hätte ich jetzt auch noch ein paar hunderttausend User für dich. Mhm. Gleichzeitig kann ich aber diese User dann wieder auch intern verwenden. Also das ist schon mal ein Riesen-Learning, mhm, wo man auch sagen kann, man hat mehr Geld tatsächlich damit verdient am Ende des Tages. Ganz, ganz, mhm, wichtig. Finde ich aber ein gutes Beispiel. Meine nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, wie du die Sales-Kollegen auch davon begeisterst. Ne? Also das ist vielleicht, könnte ich mir vorstellen, gar nicht total trivial, ne? Wenn man da hingeht und sagt, hey, hier gibt's nochmal jetzt irgendwie neue Daten, neue Produkte zu verkaufen. Ich erkläre euch mal, was euch das bringen kann. Sind die vielleicht gar nicht per se total scharf drauf und sagen, wir haben doch bisher auch irgendwie genug Produkte gehabt. Ne? Also war das schwierig, das irgendwie da reinzubringen, oder hilft das, wenn du halt irgendwie auch so ein paar Beispiele hast, wo die dann auch du lässt, wo die sehen, was es bringen kann, wie es funktionieren kann? Also unser Sales-Team, wir haben, ist natürlich großartig und ich liebe sie alle heiß. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals mit Programmatic gestartet sind. Das war so ziemlich dasselbe. Es ist natürlich immer was Neues. Es ist immer was Neues und als Vertriebler, als klassischer Vertriebler, bist du eigentlich immer unter Druck, weil eigentlich lastet gefühlt die gesamte Verantwortung der Firma auf dir. Du bist dafür verantwortlich, dass alle morgen noch ihr Gehalt bekommen und so weiter und so fort. Und dann kommt schon wieder was Neues. So, wir haben uns dazu entschieden, dass wir den Sales ganz früh von Anfang an mit einbinden. Dass wir natürlich auch Feedbacks generieren, dass wir vor allem auch die Produkte gemeinsam mit dem Sales gestalten, weil du möchtest ja das Ganze so reibungslos wie möglich schaffen. Es ist niemals möglich, dass es da nicht irgendwelche Fragen oder Kritik, oft gerechtigte Kritikpunkte gibt. Aber meine Empfehlung wäre wirklich, vor allem den Sales auch früh genug mit einbeziehen, früh genug fragen, okay, was sagen deine Kunden, was sagt der Markt, was wünschen sich deine Kunden? Also das war zum Beispiel eines unserer wertvollsten Feedbacks, eine Frage an den Kunden, nämlich nach einer Testkampagne mit der DMP, und was hast du dir gewünscht, was du jetzt nicht bekommen hast? Mhm. Oh, unglaublich, unglaublich mächtige Frage in dem Fall, weil wir natürlich wieder dann hingehen können und intern, weil es ist ja nicht so, dass wir alles bekommen, was wir wollen in der Datenabteilung, hingehen können und sagen, schau, das hat der Kunde gesagt, das brauchen wir noch. Und der Sales ist natürlich dann hinten dran, weil der wünscht sich ja, dass der Kunde happy wird, logischerweise. Wir wünschen uns das auch in dem Fall, weil es quasi dieselbe Linie ist. Und damit ist es perfekt. Ja, aber wie gesagt, Sales ist anscheinend auf der ganzen Welt Sales. Das ist nicht immer ganz mitzunehmen. Okay, cool. Aber ihr habt es ja anscheinend auch hingekriegt, denen zu zeigen, was es bringt. Und ne, weil es ist ja häufig so, dass irgendwie Leute, die sich an ihr bestehendes Produkt gewöhnt haben und irgendwie nicht so offen sind für was Neues, wenn die mal sehen, dass es ihnen auch helfen kann, irgendwie das Ganze besser zu verkaufen, dann wird es ja viel leichter, die zu überzeugen. Ne? Ja, das muss es auch sein, weil es soll ja auch sein, dass wir weiterhin nachhaltig Erfolge erzielen können. Und da ist Veränderung nötig, beziehungsweise eine Anpassung und Erweiterung in dem Fall. Ja. Und damit sind auch alle happy. Cool. Dann kommen wir, bevor wir es vergessen, nochmal zum Cookie-Thema, das wir ja schon angeschnitten haben, ne, um das mal kurz einzuleiten. Also es ist ja gerade in der Programmatic-Thematik ein bekanntes Problem, dass es immer schwieriger wird, in den Browsern, in den zukünftigen Versionen und teilweise auch jetzt schon überhaupt Third-Party-Cookies, die also nicht von der eigenen Domain kommen, auf den Nutzerrechnern zu setzen und damit irgendwie Tracking und Datensammlung und alles zu machen. Ihr habt vorhin schon angesprochen, dass eure Integration aber so funktioniert, dass sie tatsächlich einen First-Party-Cookie von willhaben.at setzt. Olli, ist das Standard bei euch oder ist das eine spezielle Integration oder seid ihr immer so integriert, dass ihr mit dem First-Party-Cookie auf der Kundenseite unterwegs seid und keinen Permutive-Cookie setzt? Mhm. Als uns standardmäßig so. Wir sind eine recht junge Firma, also uns gibt es jetzt erst seit mehr oder weniger 4 Jahren. Und für uns, glaube ich, war es immer wichtig, Publisher in den Vordergrund zu nehmen. Das heißt, Publisher waren immer unsere Kunden und sind auch heute noch alle unsere Kunden. Und Publisher hat es immer schon Sinn gemacht, den First-Party-Cookie zu setzen, bevor Safari ihr Intelligent Tracking Prevention ausgerollt hat. Für einen Publisher muss der Fokus immer der sein, was kann ich über meine Kunden auf meinen Websites rausfinden.
nicht was wissen andere über meine Kunden. Und da war der First-Party-Cookie immer schon naheliegend. Von dem her bei uns standardmäßig so. Ja, und macht es auch für euch einfacher, Nick, wahrscheinlich, dass es auch zukünftig wahrscheinlich, wie auch immer sich Browser und Datenschutz und so weiterentwickeln, auf jeden Fall seriöser aussieht, als wenn da irgendwie 47 verschiedene externe Domains Cookies setzen auf eurer Webseite. Ne? Das ist sicherlich auch noch ein Argument. Ich weiß nicht, wie offen du über sowas reden kannst. Ja, kann ich natürlich. Also jeder, der es schafft, sich Ghostory zu installieren in seinem Browser, der weiß, was im gesamten Internet unterwegs ist. Das Schöne ist, der 0815 Internet-User weiß nicht, was es ist. Was aber auch ein bisschen traurig ist, weil ich finde, die Awareness, ich meine, mit DSGVO und der ganzen Thematik ist es im breiten Publikum natürlich auch gestiegen. Aber ganz ehrlich, es hat doch niemand eine Ahnung, wer da aller die Daten von einem abgräbt. Und ich als alter Millennial muss ehrlicherweise sagen, ich finde es ja auch nicht in Ordnung. Ich finde das auch nicht in Ordnung, dass ich über mehrere Seiten von irgendwelchen Firmen, von denen ich noch nie was gehört habe, getrackt werde. Mir ist es aber ganz bewusst aber auch, dass ein kostenloses Produkt wie Willhaben nicht nur von Luft und Liebe leben kann. Genauso wie es eine Zeitung, die ich täglich lese, die lebt auch nicht nur von Luft und Liebe. Und wenn ich sie so unterstützen kann, indem sie über mein anonymisiertes Surfverhalten sich monetarisieren können, sage ich mega super. Hey, ich muss nicht mehr 1 Euro pro Tag für die Zeitung zahlen. Ja, großartig. Wir haben früher in Österreich gab es den Bazar. Ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt. Dafür hast du zahlen müssen. Und da war, glaube ich, 1 Promille der Anzeigen, die du auf Willhaben live hast, online. Also, so ist es halt einfach. Es ist einfach nur die Summe an Menschen, die da was von dem Kuchen haben wollten, ad absurdum geführt worden, leider. Und ich als Internet-User finde das hervorragend, dass wir das Ganze jetzt mal kritisch beachten und dass wir quasi irgendwo auch von nicht null, aber zumindest von 1 wieder aufbauen können und schauen können, wie können wir das Ganze zukunftssicher machen und wie können wir das Ganze auch so sicher machen, dass meine Privatsphäre im Internet auch ein Menschenrecht ist und ein Gut ist, das geschützt werden muss. Mhm. Und ich persönlich denke, dass wir jetzt als Firma, als Willhaben, einen richtigen Schritt gehen und sagen, ja, weil der Olli hat das nämlich gerade so schön erwähnt, wir wissen was über unsere User, das ist auch gut so. Mhm. Wir schützen auch unsere User, dafür stehen wir auch, dafür sind wir auch rechtlich verantwortlich. Und damit führen wir auch gern jede Debatte mit jedem, der sie gerne führen müssen, einfach weil wir es können. Und wir müssen hoffentlich bald nicht mehr erklären, warum Ghostory auf manchen Seiten 57 oben in der rechten Ecke stehen hat. Nicht schön. Ja, das möchte ich nicht. Olli, das Thema Zukunftssicherheit ist natürlich für euch als Plattform, als Tech-Anbieter auch irgendwie eine relevante Frage. Ne? Siehst du noch, bist du entspannt, was das Thema Cookie-Sterben und Third-Party-Cookies angeht? Gibt es noch andere Bedrohungen, die du in der Zukunft siehst? Und habt ihr da irgendwie eine Strategie, wie ihr damit umgeht? Siehst du Permutive zukunftssicher? Ja, klar. Also von unserer Seite ist die Einstellung immer ganz klar die, dass wir Privacy first gehen. Das heißt, ganz egal, was passiert, was jetzt die rechtlichen Rahmen sind oder was die Browser-Regelungen sind, wir folgen immer den Regelungen. Ich glaube, es hat Safari schon klar in den mehrfachen in ihren ITP 2.1 und dann 2.2 und 2.3 und was noch als nächstes kommt, klargestellt, dass wenn ihr euch gegen uns stellt, dann stellen wir uns halt auch gegen euch. Das heißt, von uns die Einstellung ist ganz klar die, was erlaubt ist, machen wir, was nicht erlaubt ist, machen wir auch nicht. Und bei all dem, was wir machen, immer Privacy first. Das heißt, wir sehen der Zukunft recht entspannt entgegen. Zum Thema Cookie-Sterben ohnehin, weil es für alle, nicht nur für die Publisher, sondern für alle eine enorme Chance darstellt. Wenn der Markt näher zusammenkommt, wenn Agenturen mehr mit Publishern sprechen, mehr mit Werbekunden sprechen, wenn es mehr Austausch gibt, profitieren alle davon. Und wenn es halt keine Cookies mehr gibt, dann wird es halt mehr Austausch geben müssen, weil sonst halt gar keine Daten mehr da sind, die gebraucht werden können. Und von dem her ist es für alle eine mega Chance,
Aber halt ganz wichtig, immer die Privacy vor Augen zu halten. Das heißt, nicht zu schauen, wie könnte ich das jetzt umgehen, sondern wie kann ich das Ganze angehen, dass auch mir Privacy am Herzen liegt. Nicht was, wie kann ich Safari da abschieben. Ja. Ja, cool. Kommen wir zum Abschluss nach diesem ja am Ende nicht so übertrieben erfreulichen Privacy- und Datenschutzthema nochmal zu was Produktiverem. Ja, am Ende haben wir doch mehr Spaß daran, irgendwie unsere Publishing-Umsätze alle zu steigern. Dazu fiel mir noch ein, ihr habt auch ein White Paper zu dem Thema veröffentlicht, das heißt 7 Steps to Increase Data-Driven Ad Revenue von Permutive, ne, wo ihr so wahrscheinlich so ein bisschen zeigt, wie das andere und wir haben machen und wie sie dahin kommen, wirklich ihre Umsätze zu steigern mit Hilfe von Permutive. Ich glaube, das kann für einige noch interessant sein. Man kann mit euch sprechen, wenn man mehr erfahren will über diese Themen. Ne? Nick hat ist bestimmt auch im Internet zu finden. Seinen Namen seht ihr, der ist bestimmt nicht versteckt. Olli ist natürlich auch zu finden. Euer White Paper kann man sich kostenlos runterladen. Wo genau, weißt du das? Oder kann uns Marc das sagen? Der kommt eh gleich nochmal dazu, glaube ich, für ein, zwei Publikumsfragen. Weißt du es, Olli, oder müssen wir Marc fragen? Sämtliche White Papers, die wir haben, können von der Webseite runtergeladen werden. Website ist einfach primitive.com. Und sonst gerne auch mir eine E-Mail schreiben. Einfach oliver@primitive.com. Cool. Vielen Dank euch beiden. Das hat Spaß gemacht und ich hoffe auch den Nutzern so ein paar ganz interessante Einblicke gebracht. Auch von mir nochmal ein großer virtueller Applaus. Vielen Dank, Nick und Olli. Ja, danke euch beiden. Danke, Nick und danke, Oliver. Auch im Namen der Teilnehmer mal für diesen Ausflug zum Thema Werbevermarktung und Monetarisierung von großen Webseiten, wie das jetzt auch DSGVO-konform und sinnvoll funktionieren kann. Wir haben die Zeit jetzt schon extrem ausgereizt, ehrlicherweise. War dann doch sehr kurzweilig, das Gespräch am Ende. Ich habe aber noch mal kurz hier zwei Fragen aus dem Publikum noch mal rausgezogen. Die eine war etwas kritisch, vielleicht an den Nick sogar, von Marius. Wie könnt ihr feststellen, wann der Kauf stattgefunden hat? Bei Willhaben beziehungsweise auch bei Kleinanzeigen in Deutschland wird ja meistens nur mit sehr unvollständigen Daten gearbeitet. Was kannst du zu solch einer Kritik vielleicht sagen? Oder zu Anmerkung? Ich finde es eine großartige Frage. Ich kann sogar zwei Antworten geben. Nummer eins war für uns das erste Projekt, bei uns auf der Seite den sogenannten Purchase Funnel abzubilden, wo du dann den Purchase ganz am Ende natürlich auch stehen hast. Wie haben wir das gemacht? Du kategorisierst vorher User mit einem gewissen Verhalten, wo du weißt, dieser User informiert sich einfach mal und schaut mal, was für Autos es auf der Seite gibt. Dann hast du natürlich den User in einer weiteren Phase, wo er ganz viele Anfragen stellt, wo er wirklich auch Verkäufer zum Beispiel anschreibt und sagt, okay, ja, bla bla, ich möchte gerne dieses Auto kaufen. Und dann gibt es eine Phase, wo der User noch auf unserer Seite zu finden ist, in ganz anderen Kategorien, aber plötzlich nicht mehr in dieser einen Phase. So, jetzt können wir natürlich, ich sage auch nicht, dass es zu 100% wasserdicht ist, aber wir können hier annehmen, dass der User, nachdem er in der Intent-Phase war, danach in die Purchase-Phase reingefallen ist, weil er schaut da nicht mehr. Das heißt, er hat es entweder irgendwo wieder seinen Need erfüllt haben. Weil er schaut keine Autos mehr. Er war vorher ein Heavy-User, hat er vorher angefragt. Das heißt, das können wir fix annehmen. Das wäre mal das Erste. Das Zweite dazu ist, wir haben auf Willhaben jetzt ein neues Feature eingeführt, nennt sich Paylivery, ist eine Treuhandfunktion. Bedeutet, ich kann über Willhaben einfach ganz easy und versichert meine Ware versenden. Ich kann meine Ware bezahlen. Das Ganze wird dann gematcht. Und beide, also sowohl Käufer, also Verkäufer sind happy, der Verkäufer bekommt sein Geld, der Käufer hat seine Ware bekommen und da wissen wir natürlich zu 100%, dass der Kauf stattgefunden hat. Das Ganze ist jetzt für einige Kategorien live gegangen, noch nicht für alle, ist für Autos sicherlich schwieriger als für Handys oder Fahrräder, aber gibt uns eine 100%ige Sicherheit.
Okay, ich glaube, das beantwortet die Frage auf jeden Fall schon mal ziemlich gut und beantwortet vor allen Dingen auch die Frage dahingehend, dass beim deutschen eBay Kleinanzeigen diese Bezahlfunktion oder der direkte Abschluss auch überhaupt nicht integriert ist. Spannend, dass du das nochmal herausgestellt hast, dass das bei euch so ist. Wir haben noch eine Frage hier, fand ich ganz lustig, ist nochmal so die letzte Chance als kleinen Werbeblock für dich. Und der Erik fragt, ab welchem Volumen kann ich als Advertiser bei euch aktiv werden, beziehungsweise eure Nutzerdaten benutzen? Ist die Frage an mich gestellt? Ja. Ich habe nur die Frage vor mir, ich kann sie jetzt leider auch nicht weiter ausführen. Ich sehe so, dass gemeint ist, ab welchem, ja, es kann wahrscheinlich sogar welcher Cookie-Pool überhaupt nötig ist, der genutzt werden kann, ab wann das Sinn macht. Also ja, ob es wahrscheinlich eine Luxusjacht, wo du wahrscheinlich nur 1.300 Leute auf der Seite hast pro Jahr, ist es wahrscheinlich schwieriger dann. Ist es natürlich schwieriger, aber auch nicht ausgeschlossen. Also wir haben zwar ein Werbebuchungsmindestvolumen, das du bei uns buchen musst. Das sind aktuell, glaube ich, 1.500 Euro, also sogar richtig überschaubar. Für die User im ganzen Sinn aber keine unteren Grenzen gesetzt, sage ich mal. Wenn du sagst, die Luxusjacht mit 1.300 Usern pro Jahr, wird dir unser Verkäufer hoffentlich sagen, sollten wir das Ganze nicht ein bisschen aufweiten, weil das ist dann doch sehr wenig oder sehr nischig. Möchte ich aber auch nicht ausschließen. Also wir haben gerade mit größeren Kunden unglaublich nischige Kampagnen auch, wo natürlich die Kampagnen wesentlich größer sind über das gesamte Jahr gesehen, aber die sagen, ich brauche hier jetzt die eierlegende Wollmilchsau und die sollen sie dann auch haben. Also wir möchten da gerne unterstützen, überall, wo wir können. Am besten ist Anfragen. Okay, super. Ja, das ist auch ein gutes Schlusswort. Wie gesagt, das gilt ja für alle drei, die wir jetzt noch dabei haben. Wenn noch Fragen offen sind, meldet euch einfach bei denen. Zum Oliver hatten wir nämlich auch noch einige Kommentare bekommen. Vor allen Dingen, dass er gut zu verstehen war, weil das kurzzeitig ja zur Verunsicherung geführt hatte. Also da gab es keinerlei Beschwerden und keinerlei Bedenken. Also Oliver jederzeit top zu sehen und top zu hören auf jeden Fall. Wie Thomas schon sagte, digitaler Applaus für euch alle im Namen aller Teilnehmer. Vielen, vielen Dank. Euch noch einen erfolgreichen Tag heute und bis bald mal wieder. Ciao. Dankeschön. Danke. Schon angemeldet für unser nächstes Event? Wenn Sie auf unserer Webseite d3con.de/Anmeldung den Rabattcode Podcast eingeben, erhalten Sie 50 Euro Rabatt auf alle Tickets. Wir sehen uns bei der D3Con.